Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Und ich glaube, ich habe ihn jetzt hier richtig durcheinander gebracht. Okay, ich steige hier mal eine Runde aus, weil ich glaube, ich habe den kaputt gebracht. Nein, ich habe ihn glaube ich auch mal richtig sich drehen lassen. Das ist natürlich nicht so Sinn und Zweck der Geschichte. Deswegen werden wir ihn jetzt hier mal schön flink neu ansetzen. So. So. Helfer an. Ich steig schon mal wieder aus. Ja, um das Ganze natürlich noch besonders spannend zu machen. Ja, Winterberg, ne? Da sind wir wieder mal. Tierproduktionsspecial. Und ja, wir sind bereits in Folge 135. Ich hüpfe natürlich jetzt mal schnell in meinen Abfahrwagen hier rein, weil sonst passiert hier nichts. Da sind wir wieder. Und schon geht's los und schon gibt's unser Hexe. Ja, wir sind jetzt hier in der dritten Ladung, die wir gerade fahren, von, ich hatte eigentlich 6, absolutes Minimum 9, wäre schön. Alles darüber ist auch noch nicht schlecht, weil es gibt ja gut Geld und da können wir echt mal ein bisschen was investieren wieder. Wir haben jetzt schon in ein neues Feld investiert. Ich möchte gerne noch 2 Felder insgesamt kaufen und natürlich den Tierbestand aufstocken. Wenn wir hier, ne, wenn ihr mal live mitgucken wollt, sozusagen, seht ihr unten die 22 und die 23 direkt unter unserem Hof. Das ist halt so mein Ziel noch. Das sind zwar nicht ganz kleine Felder, die sind beide so, glaube ich, um die 400.000, was Anschaffungskosten angeht. Aber wie gesagt, da müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt erst die 21 gekauft. Als nächstes wird es, wenn das Geld über ist, und theoretisch wäre jetzt schon Geld über, wird es erstmal wieder neue Tiere geben. So einfach ist das Ganze. Und es kann gut sein, dass es vielleicht auch in Richtung Schafe geht, dass wir halt auch mal eine Runde mehr Wolle und sowas verkaufen. Da müssen wir aber noch. So, ich werde ihn jetzt hier gleich in Ruhe alleine drehen lassen. Weil ich werde mich jetzt schon mal um den Abfahrer kümmern. Dann ist er vorbei. Ja, jetzt bin ich auch weit genug weg von ihm. Er sagt nämlich gleich, ich bin voll und er verfolgt ihn in Windeseile. Und ich werde jetzt einmal hier durchs Tiefengerobote fahren, das nicht erschrecken. Und dann werden wir sehen, dass wir hier möglichst schnell rankommen. Weil er ist jede Sekunde voll und da sind wir pünktlich. So, ja, sobald er das jetzt abgetankt hat, werde ich als allererstes mit ihm losfahren und das gleich in die Produktion kippen, weil die Produktion steht momentan. Und dann springen die erstmal wieder an und dann geht es erstmal weiter. Und dann werden wir den Rest hier runterholen. Also so super viel wird in unserer Sojamilchgeschichte heute nicht passieren. Wir werden auf jeden Fall zum Zufüttern noch eine schöne Ladung Getreide machen. Das ist auch super. Und das Getreide werden wir auch nutzen können, um dementsprechend unsere Produktion für Saatgut wieder ans Laufen zu bringen. Das ist alles super. Wir haben glaube ich auch noch Weizen, also das würde ich dann auch für Saatgut nehmen und die Gerste wird dann bei den Schweinen landen, so simpel ist es. So, hier haben wir einmal flink rübergefahren. Wasser und ein bisschen Sprit dürften auf jeden Fall noch drin sein. Das hatten wir die letzte Folge schon geguckt am Anfang. Das heißt, hiermit sollte das Ganze jetzt wieder anspringen. Saatgut sollten wir eigentlich auch gut haben. So, dann fahren wir hiermit wieder zurück. Ich werde ja schon ganz links rüberfahren, weil ich weiß, dass der Drescher auf jeden Fall jetzt durchfahren wird. Der will, glaube ich, nicht nochmal abgetankt werden, sondern nur ganz am Schluss. Und das werde ich dann auch wieder ganz am Schluss machen. Deswegen stelle ich ihn jetzt hier hin. Auch nicht so dicht ans Feld wie das letzte Mal, dann ist er nämlich auch nicht im Weg. So, gut. Er ist soweit. Dann wollen wir mal die Ladung 3 weitermachen hier. Bitte anspringen, da kommt er. Ja, das ist eine Dreierreihe, da kommt ein bisschen mehr rein, das ist wunderbar. Wollen wir ordentlich eine Runde runterhexen.
80.000 Liter haben wir jetzt insgesamt bereits. Ich möchte natürlich ein paar Ladungen dafür für die Tiere benutzen, das ist logisch. Aber wir wollen natürlich auch Geld mitmachen. Und da wir ja keine Früchte direkt verkaufen und das ja kein Direktverkauf ist, sondern wir wandeln das Häckselgut ja noch nach der Ernte in was anderes, werden wir damit ja unser Geld machen. So. Da haben wir gleich schon wieder eine Spur. Darf halt nicht zu weit fahren. Ganz richtig. Kurve nicht verabschieden. Ja, muss ihm erst ein bisschen Platz zum Drehen geben, seht ihr. Wenn er dann freundlich dreht. Ja, vorhin war ich in der Position ihm im Weg. Und danach hat er natürlich keinen einzigen Weg wiedergefunden, den er fahren sollte. Jetzt hat er schon seine Spur, deswegen kann ich jetzt schon neben ihm fahren. Und dann geht's weiter. Und runter mit dem Zeug hier. Und füllen bitte. Wie seht ihr, ich kann ruhig ein bisschen Platz dazwischen lassen. Ne? Das Rohr hat genug Dampf, dass es hier vernünftig rüber schießt. Die Vermutung, dass wir in der nächsten Bahn erst voll werden. Ja, wir laden 3. Dann können wir uns nach und nach um die anderen Felder kümmern. Ja, wenn der Drescher gleich fertig ist, dann wird er auch unser zweitgrößtes Feld wechseln, nämlich in die Gerste. Und da ist die Überlegung, ob man, müssen wir nach den Beständen mal gucken, ob wir da Stroh machen. Das ist die Überlegung. Und den ganzen Spaß dann einfach mal eine Runde aufzunehmen und einzulagern. So, da wurde die Arbeit beendet. Ich werde jetzt natürlich hier die Bahn einmal noch zu Ende fahren. Ihn dann wenden lassen und dann mal gucken. Voll wird es nicht mehr. Wie gesagt, es fehlen echt ein paar Liter nur. Das ist nicht viel, aber es ist halt so. Er kann jetzt erstmal hier in Ruhe wenden. Dann wird zur Seite gefahren. Weil der Drescher ist jetzt fertig. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass er nicht eben im Weg ist. So. Hier machen wir das gute Stück auf. Ja. Ich bin jetzt echt überlegen. Wir gucken gleich mal nach unseren Strohbeständen, ob wir echt da Stroh aufnehmen. Ich weiß nicht, wie schnell wir wieder Mensch, glaub, ich bleibe jetzt einfach mal hier so stehen. So. Steig aus. Und mach mit ihm den Bogen, das ist einfacher wie mit der anderen Kiste. So. Stroh aufnehmen ist natürlich momentan dadurch auch schwierig, dass wir natürlich auch noch eine andere Sache haben, wo wir immer dabei bleiben sollen oder müssten. Deswegen müssen wir echt mal gucken, wie es jetzt überhaupt aussieht. Wir haben noch mehr als 100.000 Stroh. Ich würde sagen, das brauchen wir noch nicht. Das ist alles noch okay. Das ist dann soweit auch gut. So, ihm sind wir nicht im Weg. Das geht jetzt in die Sojamilchproduktion. Das war dann echt keine riesige Menge, muss ich zugestehen. Das ist eher meine Kleinproduktion gewesen. So, raus damit. So, ich versuche es hier auf direkter Stelle zu drehen.
Und dann fahren wir zum allerersten Mal Richtung 21. Eine kleine Karte mal anmachen. So, ihr seht jetzt hier die 18 da vorne vor uns. Das ist da, wo wir gerade wie wild rumhäckseln. Und wir fahren jetzt hier sonst rechts rauf zur 18. Das machen wir jetzt auch, erschreckenderweise. Aber anstatt jetzt rechts rauf zu fahren, nochmal rechts zu fahren zur 18, fahren wir geradeaus, weil das hier, das ist unsere 21. Ihr seht, das ist unser kleines, wunderbares Feld. Ja? Ein Träumchen, oder nicht? Schöne Grasfläche noch drumherum. Läuft also super, würde ich sagen. So, ja, das ist der nächste Kandidat, den wir jetzt bewegen werden. Der wird erstmal hier sein Rohr reinholen. Und den werden wir jetzt den gleichen Weg gönnen. Und das müssen wir garantiert auch pflügen, weil es neu ist. Wir haben es ja uns durch eine Mission unser eigenes Felddüngen bezahlen lassen, was immer eine schöne Sache ist, finde ich. Erstmal macht man den Bauern einen Gefallen, kriegt es doch ein paar tausend Euro billiger. Man kriegt doch ein paar tausend Euro fürs Feld und man muss es nicht düngen und muss den Dünger nicht bezahlen. Ich finde, das ist super. Wow, okay. Schrankentechnik muss man noch ein bisschen in Frage stellen. Oh, mal gucken. So. Da fahren wir schon. Wir haben natürlich an Beständen jetzt nichts geguckt, ob es irgendwas milchmäßig noch mehr da ist von den Kühen und sowas alles. Ich habe jetzt nicht nach Honig, nach Honigmilch, nichts geguckt, muss ich zugestehen. So. Ja, wir werden jetzt hier mal unsere Bäume anfangen. Das ist das eins, was schwierig sein könnte auf dem Feld hier. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, genug Platz zum Manövrieren, aber hier sind wir ziemlich bäumig unterwegs. So. Machen wir den ganzen Spaß mal an. Gucken wir mal. Ja, ist auch nicht an, wunderbar. Ja. Da gibt es noch eine Gerste. Er ist auf seinen letzten Bahn. Und er wartet auf den hier. Und das werden wir jetzt auch mal fix machen. Dass wir endlich mit der nächsten Ladung starten können hier. Ich mal los, da sind wir noch 1000 Liter, die wir kurz hier reinpumpen wollen. Und dann soll es fix in die nächste gehen. So, da hört er schon wieder auf. Damit haben wir 93.000 Liter Silage. Theoretisch. Das spielt das Hexe gut dafür ist drin, sagen wir es so. Da jetzt mal schön hier hinterlang, wo irgendwie das ist. So, ein bisschen Schafe erschrecken. Natürlich viel zu weit, klar. Das macht nichts, das ist nur ein paar Zentimeter gewesen. So, ich werde jetzt mit Schwung wieder auf lang heizen. Ja, ich weiß, das ist gewagt. Aber es ist gleichzeitig verdichten. Das ist das, worum es geht. Ihr seht, ist da alles das, was hier drin ist, schon zu 83% verdichtet, zu 38% verdichtet. Mit dem neu reingekippten wird das natürlich jetzt weniger. Aber wie ihr seht, ne, kommt da spurmäßig schön hin. So hatte ich das vor. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Auch, und wenn wir dazu kommen, das Ganze in der Mitte nochmal. Wenn wir gleich ein Ich bin fertig hören, dann ist das der
Tiefengrube. Den gönne ich dann erstmal eine kleine Pause. Weil wir müssen ja auch mit dem anderen Spaß da vorankommen. Und der holt sonst den Drescher ein. So, Nummer 4. Damit sind wir gerade noch gestartet. Jetzt fragt er, was redet der Kerl da? Gerade noch gestartet. Ja, das gerade noch gestartet bezieht sich einfach darauf, dass Folge zu Ende ist. Ne? Traurig wie es ist, aber so sieht es aus. Ja, wir sind bereits, der Drescher ist auf dem dritten Feld. Hier sind wir auch schon munter dabei. Im Prinzip läuft ja schon in Anführungsstrichen auf dem letzten Feld die Ernte, bevor wir halt das nächste machen müssen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt mit einem Share, ne, mit einem schönen Daumen nach oben oder mit einem Abo. Je mehr, desto größer, desto besser ist immer die Variante. Je mehr Ideen kommen rein, desto mehr kann passieren. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.